Hallo zusammen, mein Name ist Daniel von der Mountainbike-Schule Rock My Trail. Wir wollen uns heute mit dem Bunnyhop beschäftigen und vor allem dem Bunnyhop mit dem E-Mountainbike. Vielleicht hat der ein oder andere schon versucht, den Bunnyhop mit dem E-Mountainbike zu lernen, kommt aber an gewissen Stellen nicht weiter. Wir wollen uns heute 5 typische Fehler angucken und wie wir diese vermeiden können. Das erste beliebte Problem, was auftritt, warum der Bunnyhop nicht funktioniert, ist das sogenannte Rudern. Ich muss den Manual-Impuls richtig ausführen, das heißt die Arme strecken. Relativ häufig kommt es vor, dass Leute bei dem Manual-Impuls, in dem Moment, dass das Vorderrad den Boden verlässt, die Arme anwinkeln und sich das Vorderrad Richtung Brust ziehen. Das hilft, um das Vorderrad weiter vom Boden wegzubekommen. Im nächsten Schritt kann ich die Arme aber nur wieder strecken und das Vorderrad ist sofort wieder am Boden. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit für den Bunnyhop. Hilfe an der Stelle, runter in die Aktivposition, Arme strecken, Körpergewicht nach hinten verlagern, Finger an der Hinterradbremse als Versicherung nutzen und das Vorderrad vom Boden wegkommen lassen. Diese Bewegung häufig wiederholen, um ein gutes Gefühl für den Sweet Point auf dem Hinterrad zu finden. Und so werdet ihr merken, dass das Vorderrad auch lange vom Boden wegbleiben kann, ohne die Arme anzuwinken. Problem Nummer 2. Viele kommen in die Bredouille, was das Timing angeht. Wir sehen es relativ häufig, dass das Vorderrad schon wieder am Boden ist und dann die zweite Bewegung eingeleitet wird. So kriegen wir aber nicht wirklich den Bunnyhop hin. Das heißt, es ist wichtig, im richtigen Moment zur zweiten Bewegung, dem Abdrücken, anzusetzen. Der richtige Zeitpunkt ist in dem Moment, wo das Vorderrad beim Manual Impuls nicht mehr steigt. Dann ziehe ich den Lenker Richtung Hüfte und drücke mich nach vorne oben ab. Problem Nummer 3. Das E-Mountainbike ist natürlich durch Motor und Akku ein paar Kilo schwerer als vielleicht euer konventionelles Mountainbike. Deshalb ist es wichtig, dass wir vor allem das Fahrwerk jetzt richtig einstellen. Wenn das Fahrwerk zu weich ist, geben wir zu viel Energie in Gabel und Dämpfer, die wir sonst in die Bunnyhop-Sprungenergie umwandeln können. Schaut also, dass euer Fahrwerk richtig eingestellt ist mit 20-25% Sag. Das zweite, was wir beim Fahrwerk einstellen können, ist den Rebound, also die sogenannte Ausfedergeschwindigkeit. Wenn wir das Fahrwerk ganz langsam haben, heißt das in dem Moment, wo wir runtergehen in die Aktivposition, um Vorspannung aufzubauen und dann zum Bunnyhop ansetzen wollen, kommt die Gabel und der Dämpfer nur langsam raus. Auch hier wird Energie verschenkt. Schaut also, dass der Rebound von Gabel und Dämpfer richtig eingestellt ist. Grundsätzlich, je schneller die Ausfedergeschwindigkeit bei Gabel und Dämpfer eingestellt ist, desto einfacher fällt mir der Bunnyhop. Wichtig ist, das sollte nicht zu schnell sein. Den Trockentest, wo ich die Gabel unter Belastung loslasse, sollte funktionieren. Die Gabel sollte dabei nicht titschen. So haben wir die richtige Ausfedergeschwindigkeit von Gabel und Dämpfer. Letzter kleiner Tipp, schaut, dass die Ausfedergeschwindigkeit von Gabel und Dämpfer gleichmäßig eingestellt sind. Problem Nummer 4. Der Bunnyhop, besonders mit dem E-Mountainbike, ist eine Bewegung, die zum einen eine sauber ausgeführte Technik braucht. Bevor ich die sauber ausgeführte Technik habe, kann ich aber immer noch viel über Kraft wettmachen. Das heißt, ich brauche hierbei, da es eine dynamische Bewegung ist, auch Kraft. Und die Kraft muss ich an der richtigen Stelle einsetzen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr die Manual-Bewegung ausführt, braucht ihr Körperspannung. In dem Moment, wo ich nach vorne oben abdrückt, braucht ihr Körperspannung. Diese Körperspannung müsst ihr halten und mit Kraft das Fahrrad bewegen. Besonders beim E-Mountainbike brauchen wir ein kleines bisschen mehr Kraft, um mit dem Bunnyhop sauber auszuführen. Schaut also, dass ihr die richtige Körperspannung einnehmt und diese Körperspannung haltet. Problem Nummer 5. Vielleicht habe ich die ersten kleinen Sprünge, die ersten kleinen Bunnyhops jetzt geschafft, aber ich kann nicht wirklich Höhe generieren mit dem Bunnyhop. Was kann ich tun, um den Bunnyhop wirklich höher auszuführen? Häufig ist es so, dass man durch all die Tipps, die man bekommt, was beim Bunnyhop wichtig ist, worauf man achten sollte, umsetzt, aber eine ganz wichtige Sache vergisst. Und das ist die Vorspannung. Die Vorspannung bauen wir auf, indem wir in der Grundposition runtergehen in die Aktivposition. Wir sollten unseren Körperschwerpunkt möglichst weit absenken, dabei aber schauen, dass die Ellbogen nicht mehr als 90-Grad-Beugung aufweisen. Grundsätzlich ist es so, desto mehr Vorspannung ich aufbaue, desto mehr Bewegungsenergie kann ich aufbauen und desto höher kann der Bunnyhop werden. Man kann einen Bunnyhop auch ohne viel Vorspannung schaffen. Dieser wird allerdings dann nicht sehr hoch. Heißt, wenn ihr einen höheren Bunnyhop schaffen wollt, schaut, dass ihr tief geht und dann eine saubere Bunnyhop-Bewegung ausführt. So, das waren jetzt unsere 5 typischen Fehler, die beim Bunnyhop auftreten, warum der Bunnyhop vielleicht nicht so klappt, wie ihr euch das vornehmt. Wir hoffen, dass euch die Erklärung ein bisschen weiterhelfen konnten. Vielleicht hat sich der ein oder andere in dem Video wiedererkannt. Grundsätzlich, ein sauber ausgeführter Bunnyhop wird für mehr Spaß und mehr Flow auf dem Trail sorgen. Auch wir haben lange für den Bunnyhop trainiert. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Gerade mit dem E-Mountainbike muss ich die Bunnyhop-Bewegung sauber ausführen, um dann die von der Technik zehren zu können. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Trainieren. Hoffen, dass euch das Video weitergeholfen hat und sehen euch auf dem Trail. Bis bald!